Jetzt würden wir aber was ganz was anderes ausprobieren. Aye. Taktikschädel. Ja, und man sieht gleich in der zweiten Linie, wie die fertig gemacht werden. Also wenn kleinere Trupps ankamen, hat man durchaus den Schildwall geöffnet. Den Schildwall bestand nicht aus einer Line, sondern immer aus mehreren Lines. Und wenn die erste Line gebrochen ist, hat die zweite automatisch aufgerückt oder, wie in diesem Fall, den Feind dezimiert. Und man kann es nicht diplomatisch lösen, das Problem. Und so waren oft die Gruppen, dass es wirklich nur so kleinere Gruppen waren, irgendwo so zwischen 20 und 50 Kämpfern, die dann um eventuell den Bauernhof irgendwie gestülpt, gehöft, gekämpft haben, um dort noch den zehnten eventuell auch vorzukommen. Es wird ein bisschen gedrückt und geschoben, um eventuell auf einer doch einigermaßen friedlichen Art eventuell noch eine Lösung zu finden. Es sieht aus, als wenn beide relativ gleich stark sind. Die Line bricht. Nee, sie hält doch noch. Von hinten die Schlangenwaffen stützen das Ganze. Uhl ist der Meinung, Rückzug ist der bessere Angriff. Also, man stellt fest, sind beide gleich stark, aber man will trotzdem den Lehn eventuell erobern. Ist auf die Schiene einschlagen, macht Krach und sieht ein bisschen machialischer aus. Man macht sich auch ein bisschen selber Mut. Ja, jetzt wird eingeschlagen. Die ersten sind tot oder verletzt. Da haben wir das nächste Problem mit den Leichen, die irgendwo so rumliegen. Das sind natürlich auch noch Hindernisse. Ist halt blöd. Uhl von Wilhelm hat anscheinend das Lehen erkämpft. Und zu den Kämpfern kann man sagen, es sind einige dabei, die kämpfen regelmäßig, die sind auch in Fechtclubs drin und machen verschiedene Wettkämpfe mit. Und dann sind auch ein paar dabei, die nur ab und zu mal ein bisschen kämpfen. Und damit das hier einigermaßen auch sicher abgeht, treffen wir uns einmal im Jahr, gegen Anfang Mai, und machen da ein Kämpferwochenende, damit wir wissen, wer alles auch wirklich wie kämpfen kann. Da drüben sieht man zwei Langwaffen gegeneinander. Das war ein schöner Treffer. Wer vielleicht so eine Schlacht mal in groß sehen möchte, letztes Jahr waren 950 Jahre Hastings. In 9 Jahren ist wieder in Hastings eine große Schlacht, das ist immer alle 10 Jahre. Dort wird die Eroberung von England durch William den Eroberer dargestellt. Das sind ein paar tausend Kämpfer, die dann gegeneinander kämpfen mit ca. 100, 150 Reitern und auch 200 bis 300 Bogenschützen. Und da wird diese Schlacht in Hastings auf dem Feld von Battle eben nachgestellt. Und hier sind auch 2, 3 Kämpfer dabei, die in Hastings mit waren letztes Jahr und dort eben auch gekämpft haben. Zack, schöner Treffer ins Gesicht. Ich habe einmal Angst gehabt, das war eben schnell.
Man sieht eben Schild, Axt gegen Gär oder Flügellanze. Langsam, schöner Schwert, Axthieb auf Kopf. Auch das passiert mit den Schuhen, die sind nämlich glatt und wenn die Wiese ein bisschen feucht ist, rutscht man da gerne auch mal aus. Und das ist das, was dieses Hobby mit dem Kämpfen auch so unheimlich gefährlich macht. Es war egal, ob ich jetzt den rechten oder den linken treffe, alles was von vorne auf diese Entfernung war, ist Feind und das gehört irgendwie getroffen. Schippkröte, vorne die Schilde zum Schutz und ein bisschen Schilde von oben, denn die Pfeile kamen in der Regel von oben. Wir machen das jetzt hier nicht mit ballistischen Schuss, dass die Pfeile von oben kommen, weil dann können wir nicht mehr steuern, dass die Pfeile auch hier in dem Areal bleiben. Die ersten liegen schon. Sie haben die Palisade eingerissen und hinter der Palisade ist ein Leim, der quasi die Palisade jetzt ersetzt. Das war aber ein schönes Sterben. Krass. Bis jetzt bist du für mich Platz 1 beim schöner Sterben. Das angreifende Heer wird immer weniger. Und das Dorf wurde erfolgreich verteidigt. Bis auf den letzten Mann allen wieder gemacht. Ostern, Auferstehung. Feuerapplaus gewesen. Angerückt ist, dass nicht alle Angreifer auf einen Schlag konnten bei größeren Herren, sondern immer nur kleine Tröpfchenweise. Kleine Tröpfchen. Bleib da bitte. Oh, ein Ausfall. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum haben manche runde Schilder, warum haben manche dreieckige Schilder, warum haben manche tropfenförmige Schilder. Das hängt damit zusammen, wir haben hier Kämpfer aus verschiedenen Jahrhunderten, die mit den runden Schildern, wenn ich das mal so allgemein sagen darf, das sind Wikinger oder Frühmittelalter. Die mit den tropfenförmigen Schildern ist ca. 1100, 1200. Die Normannenschlacht von Hastings hat tropfenförmige Schilder, 1066. Und die dreieckigen Schilder sind dann ausgehend des 13. Jahrhundert bis 14. Jahrhundert. Und so kann man schon mal grob einteilen, wann welcher Kämpfer aus welcher Jahrhundert ungefähr kommt. Ich geh mal hier weg, du hast so ein schönes breites Kreuz. Schildball! Schildball! Und vorwärts mit! Durch! Lass die Brücke stehen! Oh, hat einer Fersengeld. Unsere Mitte ist gerannt. Euer Applaus. Ostern, Auferstehung. Ein schönes Getümmel. Achtung!
Zug! Vorwärts! Schon blöd, wenn da Leichen rumleichen, ne? Jetzt wird ganz entweder gekämpft. 2 gegen 2 sind noch übrig. Er gibt sich. Wobei ich wäre vorsichtig, das ist ein unehrenhafter Kämpfer. Wenn euch jetzt ein Biergarten einlädt. Circle of Death, bevor ihr anfangt, ich gebe gleich Zeichen, sucht man sich einen Gegner, kämpft gegen den, wartet bis der nächste fertig ist, sucht sich wieder ein und es wird eben ritterlich gekämpft, Mann gegen Mann und nicht hinterrücks, sondern irgendwie unfair. Alle bereit? The Circle of Death ist eröffnet. Der Vorteil ist, schwächere Kämpfer steigen eher aus und am Ende bleiben immer die besseren noch besseren da und somit können die besseren Kämpfer auch immer in gleich starken Gegnern üben und trainieren. Julian, du wirst doch nicht gegen dein Konto kämpfen wollen. Oh. Der mit dem grün-gelben, grün-roten Schild, tropfenförmig gegen das rot-gelbe. Die sind beide vom FFC, franko-flamische Kontingent. Das eine ist der Comte, der Chef, und der andere ein französischer Edelmann, ein normannischer Edelmann. Oh, 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 oh. Der Comte ist gefallen. Dirk, stehst du noch? Magst du hier noch sitzen lang? Auch wenn du nicht? Nix, wir wollen uns in unseren Film stellen. Willst du nicht noch was anderes gucken? Magst du hier einfach sitzen bleiben? Ich will weg und hol dich ab. Sitzen, hol einfach die Lady. Unser hässlicher Bierkanton, Anthony Davis. War nur eine Speckrunde. Im Regen ist, die haben jetzt gleich keinen Feierabend. Bei Schönwetter hätten die jetzt Feierabend, aber nach Regen müssen die jetzt gleich polieren. Das Metall, das rostet so gerne. So, dann ist jetzt der nächste Programmpunkt, Rüstung hautnah angefasst. Sie dürfen jetzt hier gerne auf den Plan kommen.